Wir haben Zugang zu sehr vielen Technologien. Aus diesem Grund sind wir in der Lage, verschiedene Dinge weiterhin zu produzieren. Ich kann Ihnen für die Erkennungsmarken, die Sie mir bringen, Kronkorken anbieten. Aber manchmal kann ich Ihnen auch etwas Interessanteres geben. Was wollen Sie über die Marken wissen? Es ist meine Pflicht, Wissen zur Verfügung zu stellen, das zum Vorteil der Bruderschaft gereicht. Der älteste Lyons führt uns. Sternpaladin Cross ist sein Seneschall. Wächterin Lyons, des ältesten Tochter, befehligt unsere Elitetruppe Lyons Pride. Die Paladine führen die Ritter, die den Kern der Bruderschaft bilden und das Ödland durchkämmen, um Böses zu vernichten und Technologien zu bergen. Der gelehrte Rothschild leitet die Gelehrten bei ihrer Aufgabe, Wissen zu sammeln und die von der Bruderschaft erlangte Technologie nutzbar zu machen. Wir glauben an die Technologie und den Triumph der Errungenschaften unserer Ahnen über die Gräuel und Schrecken des Ödlands. Wir glauben an Vertrauen, Vertrauen in die Technik, Vertrauen in unsere Brüder, Vertrauen in unsere Ältesten. Und wir glauben an den Sieg. Unsere Streitkräfte sind geschrumpft, aber wir kämpfen weiter. Ob Supermutanten oder Enklave, wir ergeben uns nicht. Wir kamen im Jahr 2255 ins Ödland der Hauptstadt. In den ersten Jahren haben wir die Zitadelle, die Supermutanten und Projekt Purity entdeckt. Ja, der Aufbereiter, was für ein Unterfangen. Die Arbeit Ihres Vaters und seines Teams war großartig. Die Bruderschaft hat sie beschützt, wissen Sie? Es ging eine Weile gut, aber wir waren selbst damals nur sehr wenige und mussten uns zurückziehen. Als wir das taten, wurde das Gebiet überrannt. Ich glaube, damals hat Ihr Vater uns verlassen. Es tut mir leid, ich wünschte, die Dinge wären anders gelaufen. Alles. Ein Holoband. Ein Holoband. Mir fällt da schon einiges ein, aber das ist alles nicht sehr damenhaft und nicht für Diskussionen geeignet. Ich kann Ihnen sagen, dass die Bruderschaft der Enklave schon einmal begegnet ist und dass ihre Motive damals ebenso finster waren wie jetzt. Bei den Gelehrten gibt es mehrere Orden. Jeder dieser Orden befasst sich mit einem bestimmten Forschungsgebiet. Ich bin der Anwalt des Ordens der Feder und leite die Archive und die Bibliothek hier in der Zitadelle. Wir haben uns der Aufgabe verschrieben, die Geschichte der Bruderschaft zu erhalten und die Geheimnisse der Vorkriegszivilisation zu entschleiern. Wir haben einen einzigen Außendienstpartner, die gelehrte Yearling. Sie arbeitet von der ehemaligen Kongressbibliothek im Nordosten aus. Ziehen Sie. Ich habe Sie zur Station gesendet. Gibt es etwas, wobei ich helfen kann? Wie sieht's aus? Anscheinend sind die Enklaventruppen bis hinter den Aufbereiter in die Ödlandregion vorgerückt. Kaum zu sagen, wie weit sie sich noch bewegen werden. Ich verstehe. Thank you.
Seien Sie mir gegrüßt. Ich bin Knappe Maxen, treuer Diener des Stahls. Es ist mir eine Ehre, Ihre Bekanntschaft zu machen. Ich bitte um Vergebung, falls mein Verhalten beleidigend war, Sir. Wir haben in der Zitadelle nur selten Besucher. Die Brüder und der älteste Lein sind gute Lehrer, aber die Protokolle machen mir Sorgen. Laut Kodex darf man Außenstehenden nicht trauen. Es steht geschrieben, hütet euch vor denen, die nicht das Stahlband an euch bindet, denn sie sind blind. Helfet ihnen, aber sehet auf euch selbst. Es sind nicht nur die Außenstehenden, vor denen wir uns hüten. Wir betrachten jeden, der nicht den Eid der Brüderlichkeit abgelegt hat, mit Argwohn. Der Kodex sagt, fürchtet die, die der Bruderschaft nicht die Treue schwören. Denn obwohl der Dienst ihre Augen geöffnet haben mag, sind sie blind. Es steht aber auch geschrieben, lasst die Weisheit des Ältesten an die Stelle eures Argwohns treten. Wo er Vertrauen zeigt, tun sie es ihm gleich. Der älteste Lines vertraut ihnen, darum dürfen sie hier bleiben. Naja, sehen Sie, ich bin ein Nachfrage des großen Roger Maxen, des Gründers unseres Ordens. Ich bin der Letzte seines Geschlechts. Man sagt, meine Seele sei aus ewigem Stahl geschmiedet. Dabei bin ich doch nur ein ganz normaler Junge. Ich wurde vor vielen Jahren zur Zitadelle in die Obhut des ältesten Lions gesandt, bevor die Ältesten im Westen den Glauben an den Ältesten verloren. Ich weiß nicht, ob ich je zurückkehren werde. Es gefällt mir hier sogar. Wächterin Lions war sehr gut zu mir. Sie hat mir so viel beigebracht. Sie fragen mich, was ich über die Enklave denke? Nun, die stählerne Bruderschaft ist der Enklave schon einmal begegnet, im Westen. Unserer Chronik zufolge ist das mehr als 30 Jahre her. Diesen Aufzeichnungen zufolge tragen ihre Soldaten offenbar die verbesserte Powerrüstung Mark II. Die ist sehr stark, besser als unsere Powerrüstung. Ein Teil ihrer Technologie ist fantastisch. Vertibirds, Plasmawaffen, die einen Gegner in Brei verwandeln können. Hilft diese Information Ihnen denn weiter? Und ob ich da was drüber weiß? Ich habe sie gründlich studiert, seit ich hier bin. Wissen Sie, sie sind nicht alle gleich. Neben den gewöhnlichen gibt es auch Biester. Und dann sind da noch die Meister. Die sind wirklich zäh. Ha, der schlimmste von allen ist der Behemoth. Das ist ein Riese. Ich habe ihn einmal gesehen, vor den Mauern der Zitadelle. Wirklich beängstigend. Es wimmelt in den Stadtruinen von Supermutanten. Aber der älteste Lines bezweifelt, dass sie von dort kommen, sonst hätten wir ihre Basis gefunden. Sie scheinen nach etwas zu suchen, aber wir wissen nicht nach was. Nein, ich wäre aber bereit zu kämpfen. Ich hätte schon Angst, aber es ist ungerecht, dass ich drin bleiben muss, während die Ritter Streife laufen. Ich durfte einmal hinaus, wissen Sie? Sarah, Wächterin Lines, nahm mich mit, um es mir zu zeigen. Ich habe auch einen Supermutanten getötet, ehrlich. Ich habe Sarah irgendwie angeschossen. Aber nur ganz leicht. Es war nur eine Fleischwunde. Alles klar. Ja? Die Ausgestoßenen sind das Resultat meines größten Fehlers. Eines Fehlers, auf den ich trotzdem stolz bin. Als ich hierher kam, erkannte ich zum ersten Mal, dass die Technologie der Bruderschaft die Überlebenden in diesem Ödland wirklich retten könnte. Ich helfe ihnen, obwohl ich dadurch die Interessen der Bruderschaft gefährde. Manche Soldaten nennen mich einen Helden, andere einen Verräter.
Die Dissidenten verließen mein Kommando und nannten sich Ausgestoßene, um mich zu verhöhnen. An Hingabe fehlt es ihnen nicht, aber an Mitleid schon. Das stimmt nur im weiteren Sinne. Der Eid der Brüderlichkeit gilt dem Schutz des Fortschritts der Menschheit und weniger dem Schutz einzelner Leute. Die Ausgestoßenen und Mitglieder der Bruderschaft an anderen Orten betrachten es als Verschwendung, die meisten Leute zu schützen. Schließlich sagen sie ja, jeder weiß, wie ein Mensch gemacht wird, aber die Geheimnisse der Herstellung eines P-94-Plasma-Gewehrs sind verloren. Selbst jetzt, ein Jahr nachdem sie uns verlassen haben, schmerzt die Wunde ihres Abschieds noch sehr. Einige meiner Soldaten sind darüber wütend. Sie sehen es als Beleidigung meiner Person. Die treuen Leute sind darüber wütender, als ich es je war. Andere verstehen ihre Entscheidung. Manchmal höre ich, wie sie sich fragen, ob es nicht besser gewesen wäre, mit ihnen zu gehen. Ich kann ihnen deswegen keinen Vorwurf machen. Ich stehe zu meiner eigenen Entscheidung, respektiere aber ihre Meinung. War es die Leben und Ressourcen wert, Leute wie Sie vor den Supermutanten zu beschützen? Was meinen Sie? Ich glaube, die Truppe meiner Tochter hat Ihnen das Leben gerettet. Und viele neue Rekruten gehören zu denen, die wir gerettet haben. Es hat uns viel gekostet, aber wir haben viele Leben gerettet und das Ödland der Hauptstadt zu einem bewohnbaren Ort gemacht. Ja, das war es wert. Ja, reden wir über etwas anderes. Normalerweise geht das nicht. Mit Außenstehenden Handel zu treiben, hat sich in der Vergangenheit als problematisch erwiesen. Angesichts der Umstände werde ich aber eine Ausnahme machen. Ich werde Durga sagen lassen, dass sie volle Handelsbefugnis haben. Ach ja, alle fragen nach dem Roboter. Das lässt sich ja auch nicht vermeiden, das muss ich zugeben. Er heißt Liberty Prime. Sehr patriotisch. Er wurde in einer Zeit großer Verzweiflung von einer sehr stolzen Nation gebaut. Wir hatten aber genauso wenig Erfolg beim Versuch, ihn in Gang zu setzen. Sie sollten mit dem gelehrten Rothschild reden. Er weiß mehr. Natürlich. Ich muss mich konzentrieren und darüber nachdenken, was wir als nächstes tun sollen. Wenn Sie mich jetzt entschuldigen würden. Gibt es etwas, wobei ich helfen kann? Ich muss mich konzentrieren und darüber nachdenken, was wir als nächstes tun sollen. Wenn Sie mich jetzt entschuldigen würden. Ja. Ich sagte Ihnen doch, um das Missgeschick vom Donnerstag auf. Seien Sie gegrüßt. Willkommen. Ich kümmere mich darum. Ich will von Ihnen resultieren. Ihre Anwesenheit ehrt uns. Die Bruderschaft steht. Seien Sie gegrüßt. Im Namen der Gastfreundschaft und im Namen des ältesten Lions heiße ich Sie in der Zitadelle willkommen. Ich bin Sternpaladin Cross, Hüter des Arm und Seneschall des ältesten Lions. Ich habe die Ehre, Ihnen sagen zu dürfen, dass ich Ihren Vater gekannt habe. Nun, was kann ich tun, um Ihnen zu helfen? Und ob ich ihn kannte. Und Sie ebenfalls. Vor langer Zeit half ich den Wasseraufbereiter gegen die Supermutanten zu schützen. Als Ihr Vater ging, begleitete ich Sie mit ihm nach Megaton. Er war ein edler Mann. Die Nachricht von seinem Tod hat mich mit Trauer erfüllt. Doch ich hörte, dass sein Tod ehrenvoll war. Er starb für Sie. Ich kann nur beten, dass mein eigener Tod ebenfalls so sinnvoll sein wird. Und so setzen sich unsere Taten in unseren Söhnen und Töchtern fort. Bewahren Sie sein Andenken, erzählen Sie seine Geschichte weiter und setzen Sie seine Arbeit fort. Durch Sie soll er weiterleben. Ich muss Ihnen jedoch jetzt eine schwierige Frage stellen, falls Sie mir dies gestatten. Ich habe Ihren Vater durch die Wüste geführt. Mehr konnte ich nicht tun, um ihn in seinem Bestreben, den Leuten Wasser zu bringen, zu unterstützen.
Lassen Sie mir die Ehre zuteil werden, Sie auf Ihrer Reise zum Abschluss der Arbeit zu begleiten. Als Sternpaladin unterstehe ich nur dem ältesten Lyons. Er hat mir erlaubt, nach eigenem Ermessen die Wiederaufnahme von Projekt Purity zu überprüfen. Indem ich Ihnen auf Ihren Reisen Beistand leiste, werde ich diese Mission zu Ende führen, so gut ich es vermag. Dann werde ich Ihnen folgen und mich Ihrem Befehl unterstellen. Dem Kind von James brauche ich es ja nicht zu erklären, dass ich nicht sein Diener bin. Wenn mir Ihre Taten nicht gefallen, kehre ich hierher zurück. Ziehen wir also los. Vernichten wir die Enklave und führen wir die Mission Ihres Vaters zu Ende. Ja, was brauchen Sie? Lassen Sie mich zuallererst sagen, wie leid es mir tut. Ich habe Ihren Vater kennengelernt, vor vielen Jahren. Die Welt hat einen ihrer letzten Visionäre verloren. Gern geschehen. Nun ja, Dr. Lee hat mich über Ihre missliche Lage aufgeklärt. Sie benötigen eine gewisse Vault-Tec-Ausrüstung? Ein GEEK? Gütiger Himmel, so etwas habe ich sicher nicht. Ich muss Ihnen sagen, dass viele Leute bezweifeln, dass es so ein Gerät überhaupt gibt, geschweige denn, dass es funktioniert. Wenn Sie allerdings mit derselben Entschiedenheit auftreten wie Ihr Vater, könnte ich Ihnen vielleicht behilflich sein, eines zu finden. Ja, vielleicht kann ich Ihnen helfen. Leider aber nicht persönlich, da Dr. Lee mich dringend an anderer Stelle braucht. Ich kann Ihnen jedoch Zugriff auf einen alten Vorkriegscomputer von Vault-Tec geben. Vielleicht finden Sie darauf die benötigten Informationen. Sie finden das Terminal im Archiv im A-Ring. Keine Ursache. Wenn Sie weitere Unterstützung brauchen, kommen Sie wieder. Ich kann Ihnen unter Umständen helfen. Ich fürchte, ich muss mich gerade um andere Angelegenheiten kümmern. Wenn Ihnen der Computer eine Hilfe ist, kann ich vielleicht mehr für Sie tun. Ja, ich bin für ihn zuständig. Und zwar schon, seit wir ihn vor über 20 Jahren gefunden haben. In den Berichten wird er als Liberty Prime bezeichnet. Fantastisch, oder? Zumindest, wenn einmal alle Systeme arbeiten. Der Energiebedarf macht uns zu schaffen. Etwas so Großes mit so modernen Waffensystemen. Uns fehlt bisher noch die Energieversorgung für ihn. Er wurde vor dem Krieg als Superwaffe entwickelt und ist das Resultat der ersten Zusammenarbeit zwischen RUPCO und General Atomics International. Er sollte offenbar dabei helfen, Alaska von den Chinesen zu befreien, wurde aber nie fertiggestellt. Sie mussten ohne ihn dort einrücken. Sie siegten, erlitten aber schwere Verluste. Falls es uns gelingt, ihn zum Laufen zu bringen... Na, ich glaube, Sie verstehen, was ich sagen will.
Was ich nicht alles tun würde, um einen dieser Enklaven Vertibirds in die Finger zu bekommen. Hier ist Wachsamkeit geboten. Passen Sie gut auf. Hatten Sie Erfolg mit dem alten Terminal? Ah, nun ja. Wenn es nur das ist, kann ich Ihnen behilflich sein. Kommen Sie hierher. Ich zeige Ihnen, wo die Vault liegt. Verlasse mich auf Ihren Einfallsreif, um das auszugleichen. Ja, fällt es an. Ich verstehe. Verzeihen Sie, dass ich unaufgefordert gesprochen habe. Diese Karte zeigt die Lage aller bekannten Vaults in der Gegend. Wir haben Vault 87 hervorgehoben. Hier. Der Zutritt zu Vault 87 wird für Sie besonders schwierig sein, fürchte ich. Das Gebiet ist extrem verseucht. Rund um den Eingangsbereich herrschen tödliche Strahlungsniveaus. Der direkte Zugang ist dadurch ziemlich unmöglich. An der Strahlung kommt man nicht vorbei. Wer es versucht, ist tot. An Entschiedenheit stehen Sie Ihrem Vater um nichts nach, scheint mir. Und in diesem Fall haben Sie recht. Es könnte einen anderen Weg geben. Vault 87 liegt gleich neben den Höhlen von Little Lamplight. Es ist sehr wahrscheinlich, dass es in den Höhlen einen Zugang zur Vault gibt. Leider gibt es keine Daten. Nachdem die ersten Versuche, die Strahlung zu durchqueren, fehlschlugen, konzentrierten wir uns auf andere Dinge. Sie aber können sich frei bewegen. Ein paar weitere Nachforschungen könnten nicht schaden. Ich bin natürlich sehr an den Entdeckungen interessiert. Leider können wir nicht mehr tun. Denn die Bruderschaft steht möglicherweise einer sehr realen Bedrohung durch die Enklave gegenüber. Meine ganzen Anstrengungen müssen jetzt der Einschätzung dieser Gefahr gelten. Ich bin sicher, Sie werden das verstehen. Ja? Kann ich Ihnen helfen? Ich habe sehr viel zu tun. Die Anschlusssysteme in der Schulter haben sich ausgeschaltet. Die Bruderschaft steht zu Ihren Diensten. Willkommen. Ich muss mich konzentrieren und darüber nachdenken, was wir als nächstes tun sollen.